Dann ein Kunststückchen vielleicht. Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es ein denn großartiger sein? Clown. Ein Pudel, eine Giraffe, ein Pterodactylus, ein Menschen-DNA, ein Hyper-Cube und ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir hier brauchen können. Ja. Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Oh, schade. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Ein Schraubenschlüssel, damit ich das Genom entschlüsseln kann. Ein Pudel. Der Klassiker. Ups. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Okay, aber ich dachte, gibt ich darf nur mal einen Ballon pro Kind. Verdammt! Ach so, jetzt hat er was. Eine Giraffe also. Oh, wie geistreich. Der hat meinen Ballon kaputt gemacht. Was denn? Das ist ja ziemlich. Das ist eine Kurzhalsgiraffe. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Oh, schade. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Immer seltsamer Pterodactylus. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Na Mensch, dann halt einen Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Was ein sehr netter Clown. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Oh. Ehemaliger Klempner, natürlich. Ballon. Look beenden. Wir haben einen Schraubenschlüssel. Wofür auch immer wir den brauchen können. Ja. Schraubenschlüssel. Ja, Kantine. Das ist wahrscheinlich die Umbauerin immer noch rum. Wo soll sie auch sonst rum sitzen? In ihrem Büro. Tja, freie Fläche. Vielleicht gehen wir mal zur. Wie hieß sie noch gleich? Nicht hier. Hier zu der. Hier, die den Banner macht. Vielleicht. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Oh. Ja. Ja, sehr schön. Sie hat ihre Arbeit niedergelegt. Zensurgnom. Na dann holen wir uns das Puma-Banner und wir geben das mal der Oberin. Die wird sich freuen. Wir bringen hier noch das ganze Kloster um. Puma-Banner. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Natürlich. Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt natürlich. Werden. Wie der Puma da die Kinder jagt. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Ein großes Fest. Als das Zimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick. Picken?
und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, das Spiel ist so. Nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Ich nehme gleich ein Beispiel an Birgit. Das war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Das Pfadfinderabzeichen. Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Natürlich. Die Deko. Tuchen. Partytorte. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal den Tortenboden abzulecken. Na sicher. Gut, Haupthalle. Treppenhaus. Na, Kronleuchter, wir können jetzt bestimmt jetzt, ja, haben wir noch einen Schraubenzieher. Können wir doch mal. Was sie nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Dann gehen wir mal zu den Online-Rezensenten runter. Oh, der Ballon. Immerhin haben wir jetzt den Ballon. Hübsch. Hier habe ich wieder rumgekritzelt. Tensognom. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ach ja, immer diese Eile. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja. Klosterflur. Die Böller müssen wir noch wegmachen. Hier die Knallfrösche. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Danke, Wartungsklappe. Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott natürlich. Sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief. Steht vor hinter der Säule. Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Für einen Moment habe ich ihn gesehen. Sollte er dort stehen? Also sollte er hier... Also nicht hier. Nicht hier hin. Kapu. Sollte hier ein Kapu-Umriss stehen? Okay. Ein Liebesbrief an Shai. Händigen wir natürlich sofort aus. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hui! Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein... Oh, schade. Tja, na dann. Lassen wir es mal alleine. Ich höre das Pinseln von den Gnomen. Oh! Lilly wollte schön. Die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald
würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Scheißhaare. Du hast Scheißhaare. Was? Ja, und wie kommen wir jetzt hier? Wartungsklappe. Hm. Schnellfrische. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Hm. Tja, Sammlung, vielleicht finden wir hier was. Die Muskete. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ja, nur ausgewiesene Pfadfinder. Wir müssen uns ausweisen lassen. Und Pfadfinder werden. Hm, ein Schwert. Na komm, das ist doch lang genug, oder? Was können wir? Buch, Mantel. Ich versuch mal was. Sekündchen. So, Wartungsklappe. Und jetzt, vielleicht können wir mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Und bitte nicht. Hier den Gargoyle. Hauwei. Nein. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Hm. Können wir vielleicht irgendwas... Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrische gefunden. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Hm. Vielleicht müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. So, jetzt mal hier lang. Und zurück. Zum Klosterflur. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. Ach du Schreck. War es wirklich schon so spät? Ja. Ja. Wir haben Knallfrösche. Sie sind lebensgestorben. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Sie sind in Liebe gestorben. In friedlicher Liebe. In Liebe. So, Ednas Beweis. Wie können wir hier die Baumrinde auskratzen? Hintergarten. Och nö. Nicht doch. Ja gut. Ich habe so eine Befürchtung. Haben wir eine Axt hier oder so? Irgendwas in der Art. Och, das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Hallo, Shuka. Suka. Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für dererlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Jo. Können wir das Schwert nochmal mitnehmen? Können wir das nochmal benutzen? Und das Seil durchtrennen? Kloster. Klosterflur. Schade. Kein. Oh doch, das Schwert ist noch tot. Vielleicht können wir das. Können wir nicht mehr hoch? Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken.